Jetzt gibt es auch einen Verkehrswarnfunk über die Situation auf den Straßen Ostberlins und auf dem Berliner Ring. Der Service für Autofahrer wird vom Berliner Rundfunk angeboten auf der UKW-Frequenz 91,4. Die Potsdamer Polizei rechnet Ostern mit einer Blechlawine. Wie viele Besucher die touristischen Attraktionen von Potsdam und Umgebung besichtigen werden, konnte heute auf einer Pressekonferenz von Verkehrsexperten aus Ost und West nur geschätzt werden. Die Potsdamer Behörden vermuten, dass mehr als 600.000 Besucher allein aus West-Berlin kommen werden. Im Gegenzug rechnet man mit 100.000 DDR-Bürgern, die ihren Osterspaziergang in West-Berlin machen wollen. Die Mehrheit wird wohl wieder mit dem eigenen Auto fahren. So werden sich die Autofahrer wohl oder übel auf extrem zähflüssigen Verkehr und Stauungen einrichten müssen. Parkplätze in Potsdam gibt es schon an normalen Wochentagen kaum. Ob das verstärkte Angebot des öffentlichen Personenverkehrs die Autofahrer zum Umsteigen animieren kann, bleibt nur zu hoffen.